Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es nicht um meine Haare. Ihr könnt sehen, es ist Ende der Zeit, an der die Friseure zu haben. Morgen geht es zum Friseur und heute sehe ich noch echt verboten aus. Morgen gibt sich das. In dem Video heute geht es aber nicht um meine Haare, sondern um die Dekla Turbulence 4 in einer etwas besonderen Variante, die zum Standpunkt, an der ich das Video aufgenommen habe, so auf der Dekla-Webseite nicht verfügbar ist, jedoch über eine Mail oder einen Anruf per Nachfrage so bestellt werden kann. Es ist die Turbulence 4 mit dem blauen Blatt und den Old Radium-Ziffern auf dem Blatt. Mir gefällt sie sehr gut und das möchte ich euch in diesem Video etwas näher bringen. Mit meiner vorläufig letzten Variante von Dekla-Uhren in meiner kleinen Mini-Dekla-Serie habe ich mir die in meinen Augen interessanteste Uhr aufgehoben. Es handelt sich hierbei um die Turbulence 4 in der Variante mit blauem Ziffernblatt und Old Radium Leuchtmasse. Diese Uhr gibt es, wie gesagt, so nicht zu kaufen. Das Gehäuse ist das aus der Turbulence-Serie bekannte Gehäuse. Das Ziffernblatt selber ist allerdings etwas anders mit dem besonderen Index und den arabischen Ziffern. Der Durchmesser dieser Variante beträgt 40 mm. Die Uhr hat eine Bauhöhe von 11,7 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand von 47,8 mm. Der Bandanstoß beträgt 20 mm und die Uhr wiegt ohne Band 66 Gramm. Lass mal schauen, wie die Uhr an meinem Arm aussieht. 40 mm ist eine Größe, die ich wirklich gut und gerne tragen kann. Und wie ihr sehen könnt, passt diese Uhr wirklich hervorragend an meinen Arm. Nicht zu groß, nicht zu klein. 40 mm ist nach meinem Gefühl wirklich die Idealgröße für mich. Das Band ist, wie fast alle Bänder, die ich von Dekla gesehen habe, wirklich stabil, gut gemacht und hochqualitativ. Wie ihr sehen könnt, ist das Ziffernblatt in einem Blauton gehalten. Je nach Lichteinfall ändert sich der Blauton von einem kräftigen, ja fast Marineblau, bis hin zu einem Aubergine. Also ein ganz, ganz tolles Farbspiel und die Leuchtmasse in dem Old Radium Ton passt hervorragend dazu. Der Boden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, handgraviert mit einer Spirale, also quasi der Feder im Federhaus, so habe ich das zumindest interpretiert, und hat die üblichen Angaben auf dem Boden: Wasserdichtigkeit, Saphirglas auf der Frontseite, der Name Turbulence, hergestellt in Stuttgart. Gut, das steht nicht überall auf den Uhren, sondern nur bei denen, die tatsächlich in Stuttgart auch hergestellt wurden. Die Turbulence 4 ist bis 20 bar wasserdicht und damit absolut alltagstauglich. Verbaut ist das ETA 2824 beziehungsweise je nach Verfügbarkeit das Sellita SW200-1. Alle Uhren und alle Werke werden in-house justiert, um eine entsprechend hohe Ganggenauigkeit zu erreichen. Das hier vorliegende Gehäuse ist perlgestrahlt, sehr sauber gemacht, die Krone ist verschraubt und mit einem Kronenschutz versehen. Nicht nur die Krone ist verschraubt, auch der Boden und die Lünette sind ebenfalls verschraubt und stellen somit eine hohe Wasserdichtigkeit dar. Das Dekla-Logo sowie auch der Schriftzug Turbulence können auf Wunsch auch entfallen. Das müsste man Dekla allerdings per Mail mitteilen, weil es diese Option so auf der Webseite nicht gibt. Die Uhr hat aktuell eine Lieferzeit von 4 bis 5 Wochen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass man wie fast alle Uhren von Dekla auch diese Uhr zu einem sehr, sehr hohen Grad sich individuell zusammenstellen lassen kann. Vergleichen wir sie einmal mit der Turbulence 1 und hier kann man schon deutlich sehen, wie sich die Uhr weiterentwickelt hat. Bei der Turbulence 1 haben wir 3 arabische Ziffern etwas größer gehalten.
Die Turbulenz 4 hat die kleineren Ziffern fast durchlaufend nummeriert. Und was sie auf jeden Fall hat, und ich weiß nicht, ob das hier im Video so gut rüberkommt, eine deutlich dicker aufgetragene Leuchtmasse, sodass sie nicht nur heller, sondern auch länger leuchten sollte. Aber das werde ich euch im Nightshot in der Nachtaufnahme später noch zeigen. Ja, diese Uhr lässt sich in unendlich vielen, naja, nicht ganz unendlich vielen, aber sehr, sehr vielen Varianten individualisieren. Das Werk, was verbaut ist, ist wie gesagt das 2824 von ETA. Auf Wunsch gibt es aber auch das 2892 A2. Das Gehäuse ist standardmäßig wie hier gezeigt perlgestrahlt. Es gibt dieses Gehäuse aber auch in einem Six-Steel-Verfahren. So ist das von Degla bezeichnet. Es handelt sich hierbei um eine Härtung des Gehäuses. Der Aufpreis hierfür beträgt 140 Euro. Die Grundvariante kostet 554 Euro. Man kann das Gehäuse aber auch schwarz DLC beschichten lassen. Und interessanterweise unterscheidet Degla hierbei zwischen Gehäuse und Lünette. Das Gehäuse kostet 70 Euro, die Lünette 30. Man kann sich also theoretisch auch ein Stahlgehäuse mit schwarzer Lünette zusammenstellen lassen. Die Boden der Turbulenz 1 und Turbulenz 4 sehen ganz ähnlich aus und auf der Rückseite erkennt man auch keinen Unterschied zwischen den beiden Uhren. Wo wir gerade beim Boden sind, der Boden lässt sich auf Wunsch auch gegen einen Glasboden tauschen. Der Aufpreis hierfür sind 59 Euro. Wie ihr sehen könnt, die Gehäuse zwischen Turbulenz 1 und Turbulenz 4 sind sehr, sehr ähnlich und unterscheiden sich wirklich nur in Nuancen. Aber zeigen wollte ich euch auf jeden Fall noch die Uhr bei Nacht. Hier können wir also die Turbulenz 4 bei Nacht sehen. Ich habe das Video nicht aufgehellt, ich habe auch die Leuchtkraft nicht nachbearbeitet. Die Uhr leuchtet wirklich so hell und das ist wirklich eine Freude. Verglichen mit der Turbulenz 1 sieht man da nicht unmittelbar einen Unterschied. Ich habe die Uhr auch nicht die ganze Nacht getragen, weil es eben nicht meine Uhr war. Und auch die weiße Leuchtmasse, die hier blau leuchtet, und die Old Radium Leuchtmasse sind nur bedingt vergleichbar, aber die Old Radium Leuchtmasse ist deutlich dicker aufgedruckt und auch alle Turbulenz 4 Uhren sind mit wesentlich stärkerer Leuchtmasse versehen, sodass man hier eine hellere und auch länger anhaltende Leuchtkraft erwarten darf. Die Individualisierung der Uhren von Turbulenz und auch hier insbesondere der Turbulenz 4 ist sehr weitgehend. Es gibt das schwarze Ziffernblatt, wie wir es bei der Turbulenz 1 gesehen haben. Es gibt das Ziffernblatt aber auch in schwarz gefadet, in blau, in braun, in blau wie hier gesehen. Wirklich ganz, ganz viele Varianten. Der Sekundenzeiger kann sein weiß, blau, grün, rot, orange oder gelb. Es gibt zwei verschiedene Leuchtmassen, die wir hier sehen auf speziellen Wunsch oder die weiß, die blau leuchtet, wie bei der Turbulenz 1. Ganz, ganz viel und es ist wirklich, wirklich wert, einmal auf die Degla Homepage zu gehen und sich das anzuschauen. Mir gefällt die Uhr super gut, bin von der Qualität überzeugt und hoffe, ich konnte euch auch überzeugen. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss, euer Axel.